Ich bin Oliver Dupont, 42 Jahre alt, Schauspieler, in meiner ganzen Pracht hier auf diesem wunderbaren Schalensessel. Habe in der Vergangenheit sehr viel Comedy gemacht, bin sehr viel für Comedy besetzt worden, was wahrscheinlich unter anderem meine Physiognomie mit sich bringt. Aber durchaus nicht unglücklich damit, das gemacht zu haben, denn ich halte das unter anderem auch für eine der schwierigsten Disziplinen in der Schauspielerei. Vom Timing her, von der Ernsthaftigkeit der Figur, also die Figur ernst zu nehmen und dadurch Komik herzustellen, das halte ich für eine schwierige Sache, die mir hoffentlich in der Vergangenheit ganz gut gelungen ist. Nichtsdestotrotz immer auf der Suche nach neuen Herausforderungen, nach neuen Sachen, die ich machen kann, dann warum sollte es nicht Typen wie mich geben, die vielleicht auch einen Ermittler spielen oder sogar den Chefarzt, vielleicht nicht gerade den Bohnen, den Latin Lover. Ja, und nutze jetzt hoffentlich die Gelegenheit, das mal auch ein bisschen zu zeigen, indem ich zum Beispiel in eine kurze Szene reingehe. Entschuldige bitte, aber nirgendwo sind Menschen gleich viel wert, ja? Ich wüsste doch im Ernst nicht, warum ein Kinderschänder genauso viel wert sein sollte hier, wie der Typ, der das Aspirin erfunden hat. Oder hier, junge und alte Menschen. Wenn die angeblich gleich viel wert sein sollen, ja, warum will denn jeder jung sein? Hä? Hier, Rolf. Hä? Ja, ja, der kleine Mokabi, ja, den kenne ich. Ja, der schläft auf Pappe, ich weiß. Ja, ich kenne Mokabi, ich bin mit ihm aufgewachsen. Ja, ich bin mit jedem armen schwarzen Kind dieser Welt aufgewachsen. Nee, bitte, jetzt mach doch deine Hose nicht dreckig. Ja, du weißt doch, die armen schwarzen Kinder in Afrika, die haben noch nicht mal was anzuziehen. Ja, es gibt Kinder in Afrika, die lecken Steine ab, weil sie nichts zu essen haben. Und du willst schon wieder ein Eis haben. Piep, 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 wir haben uns alle lieb. Ja, heute Abend, Benchertes. Für 3 Euro extra kann man doch ein bisschen Beispiele reintun. Ja, dann riecht's auch besser. Ah, Blüten rein. Erbarme mit den Armen. Entschuldigung, ich muss mal ganz kurz rausziehen.